Hallo, Bottle. Diesmal in diesem Screencast soll es um Cookies gehen. Wie setze ich Cookies und wie lese ich Cookies? Cookies sind Informationen, die im Browser auf User-Seite gespeichert werden. Hier ist der Browser bei Firefox unter Einstellungen, Datenschutz. Und hier kann man sich die einzelnen Cookies anschauen und wieder entfernen. So, in Zeile 4 wird zusätzlich noch die Klasse Response und zusätzlich noch die Klasse Request importiert. Und dann in Zeile 8 per request.get_cookie. Klammer auf und dann der Name, wird der Cookie ausgelesen und per response.set_cookie Name, Komma und dann Wert wird ein Cookie gesetzt, falls er noch nicht vorhanden ist. Und das wird eben per if abgefragt. Wenn der Cookie Name eben schon vorhanden ist, dann führe die Zeile 9 aus, also die Ausgabe Hallo, und dann den Inhalt vom Cookie anzeigen lassen. Und ansonsten, wenn der Cookie nicht vorhanden ist, dann setze ein Cookie und gib Willkommen aus. Okay. Dann die App starten mit Python Leerzeichen app.py und in den Browser eingeben localhost Doppelpunkt 8080-Hallo und hier gibt es dann ein Willkommen. Das heißt, der Cookie wurde noch nicht, also war nicht vorhanden und wurde jetzt gesetzt. Das können wir mal nachschauen unter Einstellungen, Datenschutz und einzelne Cookies. Und hier ist jetzt der Cookie, der gesetzt wurde, in Zeile 11 mit dem Namen Name und mit dem Inhalt Paul. Und wenn man jetzt die Seite neu lädt, da ist der Cookie schon vorhanden, also es kommt zur Ausführung von Zeile 9. Hallo, Paul. Ciao und viel Glück.